This is South Africa, the original one, you know. Viele sind einfach wirklich noch mitten in der Arbeit, aber jeden Tag bis an mein Lebensende habe ich mir geschworen, starte deinen Arbeitsprozess. Ja, jetzt kann man es gut sehen. Das ist völlig überraschend ein Ball. Daraus entsteht dann nachher was ganz anderes. Ja, genau. Und unten ist noch wie eine goldige Stadt. Und wenn man nur ein paar Schritte macht nach links, dann spürt man, wie schnell sich das verändert. Ja. Und dann haben wir auf einmal eine Matroschka. Ja, das muss man unbedingt mal sehen. Am besten, wenn wir hier einmal rumgehen, auf einmal ist es ein ganz anderes Bild. Und, ja, dann? Und unten haben wir da so Häuser und eine Friedenstaube. Aber das Spannende ist, mit einem Schritt weiter hier passiert ja extrem etwas, wo sich sehr schnell die Skulptur verändert und man hat eigentlich die Mutter mit Kind und man spürt, wie das Mädchen ganz ein bisschen so raffiniert zu uns rüberschaut und die Mutter hält das Kind. Also es ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, wo bei mir halt wichtig ist im ganzen Arbeitsprozess, das mit den Kindern. Aber dass immer irgendwelche Einflüsse damit reinspielen, sieht man ja an der Friedenstaube 2018, stand ja auch schon in Russland die Weltmeisterschaft unter einem ganz besonderen Fokus. Und da war ja auch nach 2014, nach der Krim-Annexion beispielsweise, war ja die große Frage, wie tritt die Welt in Russland auf und wie nimmt Russland, wie wird sich Putin verhalten? Mhm. Aber Sie haben schon offenbar auf Frieden gehofft. Ja, das ist das Wichtigste. Bei mir ist halt wirklich immer so, dass ich halt wirklich gewisse Symbole halt drin habe, wo einfach mich durch die ganze Skulpturalität und die Themen eigentlich mittragen, wo ich einfach nehme. Ich habe irgendwo auch ein Guardian Angel, also ein Schutzengel für gewisse Orte, wo auch der Schutzengel drauf gemalt ist. Der ist irgendwie da drüben, sieht man einen. Und das ist halt auch, weil wir auf der Erde so viele Probleme haben, auch in Afrika, an vielen Orten zu wenig Wasser, zu wenig Ernährung und so. Und darum nehme ich diese Themen in diesen Victory Works, sind mir sehr wichtig. Und das ist eigentlich ein bisschen weiter vorausgedacht, gewisse Themen, wo ich da reinspiele in diese WM-Werks. Das heißt, wenn zum Beispiel so ein Gedanke wie jetzt wie mit der weißen Taube, mit der Friedenstaube, kommt es zwischendurch und muss dann damit rein oder ist das von Anfang an irgendwie mit schon im Kopf? Als Sie dann nach Russland gefahren sind in dem Moment? Ja, es ist für mich diese Themen, als Künstler hat man sowieso sensible Augen. Man schaut ganz anders ein bisschen auf die Welt. Also das mache ich so. Und dann spiele ich die Sachen rein. Mhm. Also für mich ist das klar. Also das ist wichtig, ein wichtiger Teil. Diese Taube muss da drin sein. Mhm. Die Matroschka, manchmal bin ich zurückhaltend mit gewissen Themen. Die Matroschka ist eigentlich ein Souvenir. Mhm. Das ist nicht etwas Mächtiges von Russland, sondern ich muss da schon ein bisschen politisch vorausdenken, manchmal, wenn ich die Kunstwerke kreiere. Mhm. Und dann ist ja gleich nebenan, können wir mal noch rübergehen hier. Das nehme ich an, ist Afrika 2010. Genau, da gibt es hier eine schöne Perspektive. Vielleicht entdecken wir ihn, ja. Mhm. Kann man hierher kommen, dann spürt man, da ist eigentlich der Nelson Mandela im Gefängnis. Man hat ihn hier genau im Gefängnis, man spürt die Stäbe und er hat eigentlich die Hand ein bisschen zu mir rüber. Ja. Dann spürt man die Hand, die wird überdimensional groß und er hat an seinen Fingern weitere Hände. Und wenn man da weiterkommt, spürt man hier eigentlich da muss man in perfekten Perspektive sein. Da hat man die Slums von Afrika. Aber das Ganze ist eigentlich wie ein Samen, der in die Erde reingepflanzt wird und die Spieler umrahmen das. Mhm. Das ist eigentlich wie... Und das sind die Unterschriften von der Finals. Ja, genau. Ja. Und von dieser Perspektive spürt man schon, dass sie wieder Kinder, wo Fußball spielen. Ja. Das ist das, wo man dann eigentlich auch unterstützen, wo ich unterstützen möchte und darum ist das auch schön. Kann eigentlich einer so schreiben, dass man ihn lesen kann? Wir sagen ihnen immer, bitte den Namen und das Numero hilft uns schon. Ja. Ja.
Ja, und man, das ist schwer. Jetzt reißt es sich auf und man hat komplett neue Themen, wo vielleicht nicht viel mit Fußball im Moment zu tun hat, weil ich greife da wirklich viele Themen auf, aber es gibt immer wo dann halt den Anhaltspunkt, da steht man auf einmal vor einem großen Ball. Es sind viele Fragen, die ich vielleicht aufwerfe und nicht nur, geht nicht nur um Fußball.